und willkommen zu The Expanse, a Telltale Series. Ich freue mich schon sehr drauf. Dann fackeln wir nicht lang und starten rein. And in politics, the Secretary General and other high-ranking UN administrators are on Luna for a security summit. We await the official briefing later tonight. Deputy Undersecretary Christian Avasarala has been sequestered to an undisclosed Earth location for emergency government operations. Archangel is arriving. Stand by for resume post. Ma'am, if you need anything at all, you can use it. So this is the Secretary General's hideaway. Not bad for a coffin. Nishan, where the fuck are you? Good morning, Madam Deputy Undersecretary. How was your trip in? You mean my descent? I'm being guarded like a fucking war prisoner. What do you think? Was it another assassination plot? Could be any damn thing. With everyone on Luna for the summit, I am suddenly the highest-ranked official on the planet. Congratulations. Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei die Expanse und der, naja, Bonus-Episode, Episode 6, Archangel. Wie würde Avasarala reagieren? Bestimmt nicht mit Danke, sondern Blödsinn. Nee, ein bisschen anders. Bullshit. I was the only one expendable enough to remain on Earth. Where is your voice coming from, anyway? I don't see a comms link. What in the flying fuck? Apologies for the dramatic reveal. I know how you dislike me pinging your terminal all day. This seemed to be a workable solution. I also took the liberty of having security bring down some of your personal items. Jesus. How long do you think I'll be down here? Okay, messages. And Admiral Krusko has sent an urgent message about a situation near Juno. And Undersecretary Mendez is still hounding you about the reorganization plan. That's all? No, there's also a message from Callisto. Are you sure? Yes, it reached your receiver about 45 minutes ago. I've forwarded it to your hand terminal. Okay, go back to your dock. Let me get to work. Tutorial. Drücke Touchpads, um aktuelle Ziele anzuzeigen. Okay, Nachrichten auf den Handterminal prüfen. Weitere Ziele. Ansehen untersuchen, der Computer. Okay. Ja, sehr weit kann ich mich jetzt nicht umsehen. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr Kamina, sondern die nette Avasarala. Ich muss erst mal gucken. Theoretisch kann ich ja jetzt den Kamina-Avatar gar nicht nutzen. Sondern müsste mir einfach einen Avasarala machen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Gut. Wir machen erstmal den. Nachrichten auf den Computer prüfen und Nachrichten auf dem Handterminal prüfen. Nebenmission gerade keine. Okay. Wir machen erstmal hier das Newton-Pendel. Bing, 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 bing.
Kann ich auch wieder stoppen? Ich kann es auch wieder stoppen. Nö, das unendliche Pendel. Rätsel des Generalsekretärs. Okay. Verschiebe die Kacheln, um beide Hälften des Schlüssels zu verbinden. Ja, okay. Linksteil. Okay. Mit dem navigiere ich. Ein Rätsel drin. Und damit kann ich schieben. Okay. Okay. Steuerung ist ein bisschen bescheuert, aber es ist in Ordnung. Den. So, dann den hier runter. Würde ich jetzt mal so sagen. Dann kann ich den hier runter. Ja. Ich muss irgendwie den Schlüssel verbinden. Nee. So. Wie verbinde ich diesen Schlüssel? Ja, hier mache ich zu. Kann ich auch... Ah, nee, den unten kann ich nicht wählen. Ich muss also den wirklich da runterbringen. Puh. Na Mensch. Da haben sie eine Aufgabe gestellt. Haben wir den hier. Und das wird mir nicht viel bringen. Kann der wieder hoch. Mit dem kann ich nicht viel machen. Mit dem auch nicht. Und den habe ich jetzt auch eingesperrt. Okay. Das hilft mir also nur sehr bedingt. Ja, ist gar nicht so einfach. Ich kann die auch nicht drehen oder sonst irgendwas. Ich kann die nur schieben. Wenn ich den jetzt hier runternehme und den dafür jetzt hier rüber. Jetzt habe ich den zumindest ein bisschen aus dem Weg. Okay. Wie kriege ich den jetzt da durchgeschleust? Ja, eigentlich muss der da weg. Also richtig weg. Wenn ich dich hier so und schaffe hier Platz, dann kann ich nämlich den hier. Sehr gut. I leave this here until I know what it opens. Okay. I leave this here until I know what it opens. Okay, sie weiß nicht, was ihn öffnet, okay. Kinetischer Kreisel. Oh, das ist hübsch. So, dann haben wir das Handterminal. Aha. Sonst kann ich jetzt gerade nichts tun. Nur noch Computer und Handterminal. It's been a long time since Charlotte called. Ja. Some fucking admiral and that Torp Mendes. That's the agenda. Dann beginnen wir mit dem Handterminal. Message. Charampol. Oh. Okay. Sonst keine Message? Nee. Nachricht anhören. Ach, der Mann? Der Sohn? War Charampal. War der Sohn? Hi, Mom. It's me. They
lifted the comms embargo, and I wanted to say, hey, haven't heard from you in a few days, and, well, I'm worried. You took the news about Marie badly. She's not what you think she is. She's not a terrorist. She's fighting for justice for ordinary people who were caught in the crossfire. I know you say I distract myself from what's important, but, well, this is important. She is, to me. Anyway, I love you, and I miss you. Keep me in your prayers. Talk soon. Stupid boy. This is no time for romance. Ah, sei doch nicht so. Antworten. Muss ich die jetzt selber zusammensetzen, die Antwort? Das wäre hart. Sweet child. The United Nations did not send you all the way across the solar system to get laid. We love to hear from you. But I expect updates on your health and safety, not on your damn love life. Listen to me, because I won't say it again. Vergiss das Mädchen. Lass dich testen. Vergiss es. You must forget Marie, whoever the hell she is. You have a job to do, and your mind must be free from all distraction. Focus on your mission, and you will be back with us soon. Now, go. I'm sure there is something more important you should be doing. And be safe, my sweet boy. Make us proud. Ja, schwierig. Schwierig. Kann jetzt aber nichts dazu sagen. Ich will wieder nicht die Serie spoilern. Okay, ich kann jetzt aber sonst nichts tun. Das ist nur wieder dieselbe Nachricht, die ich anhören kann. Hi Mom, it's me. Ja. Okay. Sonst keine Nachrichten, nix. Gut. Dann der Computer. Okay. Natürlich ist Charampal das Passwort. Oder der Anmeldung. Ja. Unterstaatssekretär Mendez. Was? Ministerium? Rechtliches und Sicherheit? Klar. Standort? Ist klar. Fernverzögerung? Keine. Okay. Rufen wir mal an. Christian, I hear you're working out of the bunker today. Is it as ostentatious as everyone says? Only thing missing is a chandelier. I hear you were looking for me. Ah, yes. Listen, your role as Undersecretary of Peace Operations is invaluable, of course. And yet? And yet, the Belter threat calls for greater scrutiny. It should be the work of a committee, one that I'm shocked hasn't formed earlier. Anyway, the Security Council is planning a vote on the issue. What issue? The issue of whether to strip me of my powers and throw the belt into chaos? I know big changes can be challenging, especially when you've been in the UN for so long. But this is a move to protect our people. Ja, na klar, das ist ein Fehler, das ist ein Machtkampf. Of course, but I can't help but wonder who will be in charge of this new committee. Well, that's for the Security Council to decide. My name has been put forward, but listen, maintaining peace in the belt is more than one person can accomplish. Everyone is finally acknowledging all the work you do. By taking my job? Oh, don't think of it that way. If you excuse me, I've got another call. Always a pleasure. Ja. Aber Sarada zu übernehmen ist schwierig. Weil sie echt immer, naja, ich würde jetzt nicht durchtrieben sagen, aber so übertrieben direkt und klar sagen, ohne es klar zu sagen, mit einem Hintergedanken. Deswegen hat sie auch, wenn ich gewählt habe, das ist ein Machtkampf, nicht gesagt, das ist ein Machtkampf. Aber es deutlich gemacht, dass es ein Machtkampf ist. Finde ich an sich, an ihrem Charakter übel cool gemacht. So, dann haben wir noch Admiral Krasko.
Dum dum dum. Marineflottenkommando der Vereinten Nationen. Jawohl. Fernverzögerung 53 Minuten. Ui. Ja, dann schauen wir uns die Nachricht mal an. Under Secretary Avasarala, with Fleet Admiral Holt indisposed on Luna, we've been instructed to defer to you for matters of lawful jurisdiction. At 1800 hours, the MCRN battleship Ramses II entered Juno Moonspace. We have hailed the Ramses II 3 times, and we are now within our rights to seize the vessel. However, I've been ordered to seek your go-ahead on all matters in the belt, regardless of urgency or severity. Seeing as you are a civilian administrator, I urge you to trust your military officers to make the right decisions. I eagerly await your response, but I must warn you, if we do not receive orders soon, we will be forced to engage. Admiral Krusko, out. Civilian administrator, my ass. Brass prick. This Krusko seems damn sure of himself. That makes me even less confident of his assessment. I better look into it myself before responding. Mhm. Und das wirst du schnell lernen, dass du dich über alles ganz schnell selber informierst. Nach Nishan schauen. Okay. Informationen auf der Sternenkarte sammeln. Ah, ich muss aufstehen. Natürlich. Wie sie schon so grimmig schaut. Finde ich super. So. Sie hat schon immer wie purer Frust ausgesehen. Ein Porträt. Ah, von dem. The President. The Bobblehead himself. They really captured the insecure look in his eyes. Der Wackelkopf. Sehr schön, sehr schön. Ich mag sie. Ah, schauen wir mal aus dem Fenster. Sehen wir überhaupt irgendwas? Naja, geht so. You can almost believe that you're not hundreds of meters underground. Almost. Okay. Buddha. I may not be certain of a higher power, but sometimes it's nice to share all this shit with somebody else. Ah, komm, wir meditieren ein wenig. Stille Meditation, Gebet. Ich denke eher stille Meditation. So, und ich hoffe, ihr habt alle mitmeditiert. In Stille und Ruhe.
innig und eins mit uns selbst, voller Entspannung, frei von allem, tief in uns. Na gut. Muss reichen. Wir sind eins mit uns. Weitere Ziele. Was gibt's noch? Mit Arjun Schach spielen. Ah, das ist der Ehemann. Nach Nishan schauen. Okay. Dum, 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 dum. Was haben wir denn hier noch? Das ist wieder das Fenster. Nishan! I never thought I'd miss the real Nishan, but this little gadget creeps me out. Ein bisschen schon. Charan Paul. I have something special for you to work on. Of course. What do you need? My son is in contact with a girl on Ganymede. Maria Sperum. Is she a UN official? A Martian diplomat? She's a Belter activist. Oh. I know the basics. Enough for me to wholeheartedly disapprove of her. But this girl could be using my son for his UNN access. Or trying to recruit him. I see, Madam Undersecretary. I'll make the appropriate inquiries. Guter Mann. Mendez. I'm going to need everything you have on Mendez. Frankly, he's a pretty open book. Son of diplomats, top of his class at the UNS, spotless record. Ich kenne Leute wie ihn. He may be young and shiny, but I have seen his kind before. Small dicks, big ambitions. Massive ambitions, if he's facing off against you. Okay, Krasko. Tell me about that shit-eating admiral. I have his file here, but something is off. Gaps in command, sealed records. Er hat gute Verbindung. So Krusko has powerful friends who like to cover up his mistakes. No wonder he's not afraid of me. Let me do some digging. It might be nothing, but it couldn't hurt. Ah. War aber absehbar. Okay. Schachbrett. If only everything was as straightforward as chess. In politics, the rules are always changing. Ah, ist richtig. Spielen wir. Good morning, my love. You look absolutely ravishing. It's true, I cannot see you. But I've learned that it's safer to assume. If I was with you, I wouldn't be able to stop from sweeping you into my arms and carrying you away. But alas, I'm not. And we'll have to settle for your bishop. Your move, darling. My dear Arjun. Angreifen, verteidigen. Maisy ist Angreiferin. Definitiv. Have you learned nothing? I'm always playing a different game than you expect. Ask your king what I mean. I would much rather play a very different game. Sadly, I have been locked in a bunker by some idiot bureaucrats. But when I return home, you should block out your schedule. Ja. Sie will viel Liebe. Okay, ein bisschen übertrieben, der Wasserfall. Dear God, what a waste of water. Ich dachte mir schon, dass sie meiner Meinung ist. Ah, die Atlas-Statue. My father's statue. Nishan thought of everything. Ja, das ist gut so.
Was eigentlich mit dem Koffer? Der wurde schon geöffnet, ne? Da ist schon alles raus, okay. Kann ich eigentlich... Ich kann nicht rennen. Schade. Oh doch, ich kann schneller laufen, okay. Hydrokultur, das ist okay. So this is where our discretionary funds have gone. To feather an underground nest. Ja, aber wenigstens ein bisschen Natur. Once I finish my work, this will serve nicely for a wind down. Denke auch. Und wird wohl nötig sein. I should pull up the reports on Juno and Ramses too. Okay. Der Gürtel. Innere Planeten, äußere Planeten. Okay, beim Gürtel muss ich reinschauen, also nehmen wir erstmal alles andere, die guten Inneren. As if Earth weren't big enough to worry about. Wow. Oh, Phobos und Deimos, Mars, Erde, Luna. Viele Infos. Phobos und Deimos, Standortdaten. Oh. Entschuldigung, musste kurz niesen. Survival Station, Deimos Intelligence Outpost. Okay. MCRN. Hm. Oh. Da musste ich direkt nochmal niesen. Intelligence Gathering. Okay, Phobos, Deimos, Martian System. Das wurde nicht übersetzt. Ist das richtig? Ach, hier, alles klar. Informationsbeschaffung, ja, na klar. Mars-System, Kontrollstation, Geheimdienst, Außenposten, okay. Geheimdienstberichte. Why not? If someone offers you a favor, it's best to take advantage. Das ist richtig. So, Name, MCRN, Schiffsinventar, okay. Klassifizierung vertraulich, weitergeleitete Nachricht an leitende Geheimdienstbeamte des UN-Sekretariats. Okay, ich bin darauf aufmerksam geworden, dass Mitglieder des Sicherheitsrats womöglich Interesse an neuesten Schiffsinventarumfragen für die Werften von Phobos und Deimos haben. Diese Aufzeichnungen sind verfügbar für alle mit Level 7 Freigabe oder höher. Ich bitte um Anweisung. UNN, Gefahrenanalyse, Kotya Ghazi. Oh, Kotya Ghazi. Ja, okay. Verstehe. Okay. Mars. Standortdaten? Mars. Hauptplanet, Martian Congressional Republic, okay. MCR, ja. Yeah. Heimatwelt der Marsianer, ne, das ist klar. Standort Mars-System. Geheimdienstbericht. Military overreach in promises of protection. A classic Martian trick. Attention.